Also heute muss ich euch unbedingt ein Auto zeigen, und zwar diesen E90 hier. Ich würde ihn empfehlen, auf jeden Fall euch zu kaufen. Bevor wir uns aber die Bilder kurz anschauen, schauen wir uns die Beschreibung an. Hier vorab: privater Anbieter, ist nicht gewerblich, also kein Händler. Steht in Erlangen, ist von mir jetzt ungefähr 1,5 Stunden entfernt. Ein Kumpel hat mir das Auto geschickt, ich denke aber, er kauft sowieso nicht, deswegen werde ich hier jetzt einfach mal vorstellen. Wurde am 31.01. ins Netz gestellt, also vor 2 Wochen. Ja, ist ein 3er E90, 325, hier als Schalter 218 PS, Benziner, Baujahr 2006, 150.000 gelaufen. Und das Auto hat einen speziellen Umbau, deswegen feiere ich den so heftig. Hier ist im Netz für 8,9. Ich denke, da geht auf jeden Fall sowieso noch was. Ja, jetzt hier zur Beschreibung. Hiermit verkaufe ich meinen geliebten BMW 325 E90 Limousine, Erstzulassung 2006. 2,5 Liter Motor ist trocken und mit 9 Zündkerzen versehen. Er hat außerdem im Sommer 2018 zur Sicherheit eine neue Zylinderkopfdichtung bekommen, was schon mal sehr, sehr gut ist hier. Ich habe alles original bei BMW machen lassen, Rechnungen sind vorhanden. Darüber hinaus habe ich ihn immer warm und kalt gefahren, Kilometerstand 150.000, Achtfachbereich. Vollausstattung. Was hat er noch geschrieben? Das Fahrzeug wurde regelmäßig bei BMW gewartet. Technisch und optisch ist er in sehr gutem Zustand. Die Bremsbeläge vorne sind in 10.000 Kilometer fällig, hinten 40.000 Kilometer. Ja, das ist das. TÜV ist noch ein Jahr drauf. Auf Wunsch kann man den neu machen. Keine versteckten Mängel zur Ausstattung. Hier die ganze Ausstattung wollte ich jetzt nicht unbedingt vorlesen. Sonderausstattung. Ja. Multifunktionslenkrad. Okay. Ja, Standheizung. Sitzheizung, naja. Hier nochmal ein paar Daten. Ausstattung. Privatanbieter. Auf jeden Fall denke ich, können wir uns noch die Bilder anschauen. Also zum Umbau an sich hat er auf jeden Fall nichts in der Beschreibung geschrieben. Ist aber mega geil. Hier steht es auch schon: Interieur in F30 Optik. Ja. Vorab, was noch passiert ist, ich zeige euch kurz. Hier Ronaldo, sein Wutschuss gegen Kedira. Ist auf jeden Fall mega nice. Feierabend. Geiles Teil auf jeden Fall. Der hat gesessen. Ja, das Spiel war, glaube ich, gestern oder vorgestern. So, also gehen wir mal zum ersten Bild. Hier mit Kindersitz. Und hier seht ihr es schon. Ihr wisst ja, wie das originale Navi im E90 aussieht. Und hier hatte dieses andere Navi eingebaut. Ist auf jeden Fall mega nice. Hier nochmal die Sportanzeigen hat er sogar. Hier von der Seite. Es sieht schon mega geil aus, muss man schon sagen. Hier, ich weiß gar nicht, ist es weiß oder beige? Das Lenkrad ist auf jeden Fall nice, das Tacho auch. Geht bis 280, schafft das sowieso nicht. Da braucht ihr euch keine Hoffnung machen. Connected Drive, so mega gelungen hier der Umbau. Richtig geil. Also das Fahrzeug würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Also wer möchte, kann sich das Auto auf jeden Fall anschauen. Wie gesagt, ich kenne den Nutzer auch nicht, das ist hier keine Werbung oder so. Ein Kumpel hat mir das geschickt, der wollte sich den kaufen, aber höchstwahrscheinlich nimmt er den erstmal nicht. Deswegen habe ich den jetzt hier mal vorgestellt. Auf jeden Fall geiler Umbau. E90 ist sowieso ein schönes Auto. Und wenn euch das Video hier gefallen hat, dann lasst ein Like da und folgt mir auf Instagram. Peace.
Wie gesagt, wenn euch das unfassbar schlechte Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, folgt mir auf Instagram und wir sehen uns im nächsten Video. Peace, Leute.